Willkommen bei sozialen fachlichen Betreuungen. Heute das Thema Aua verbrannt. Verbrennungen tun weh, sie schaden der Haut. Je nach, ja, wie schlimm es ist, gibt es Verbrennungsgrad 1, 2 oder 3. 3 ist dann wahrscheinlich ja keine Haut mehr, soweit ich mich noch aus meiner medizinischen Ausbildung erinnern kann. Die ist ja auch schon ein paar Jahre her. Was soll man machen? Was ich sofort weiß, sofort kühlen. Am besten kühlst du die Stelle mit Wasser, aber nicht mit eiskaltem Wasser. Das lindert den Schmerz. Aber nimm kein Eis oder eiskaltes Wasser. Das steht sogar hier, praktisch. Du schadest deiner Haut. Auch solltest du nicht länger als 10 Minuten kühlen. Also kürzer als 10 Minuten, am besten mit lauwarmem Wasser. Also nicht kalt, nicht heißen, nur leicht lauwarmes Wasser. Brandnadeln. Ja, eine kleine Verbrennung, bei der bloß die Haut gerötet ist, kannst du mit einer Brandnadel versorgen. Gut, das hilft gegen die Schmerzen. Bei einer größeren Verbrennung sollte man zum Arzt gehen. Gut. Ich versuche gerade ein Beispiel rauszufinden. Also ein Beispiel ist, wenn man zum Beispiel über eine Kerze geht. Ja, und sich dann ein bisschen was verbrennt. Das wäre ein Beispiel. Oder den Ofen. Was Kleinkinder ja gerne machen, mal auf den Ofen fassen und dann verbrennt sie sich und dann fassen sie nie wieder drauf. Es ist egal, wie oft man Kindern das sagt, den Kleinkindern, sie machen es trotzdem. Und so oft kann man nicht aufpassen. Wann sollte man zum Arzt? Wenn mehrere oder größere Hautstellen betroffen sind, auf jeden Fall. Wenn sich Brandblasen bilden. Wichtig, Brandblasen nicht aufstechen, so was wie viele machen, wo dann wirklich das Wasser rauskommt. Denn sie schützt die Brandwunde vor ja, Bakterien, Viren, Krankmachen und so weiter. Und wenn du ganz große Schmerzen hast, dann sollte man zum Arzt gehen. Das war so ein Thema, Aua verbrannt. Tschüss.